schauen wir damit in die Ukraine. Tatjana Umm für uns aktuell in Kharkiv. Tatjana, also auf EU-Ebene heute noch nicht so viel zu erwarten, aber die US-Hilfen, die sind immerhin verabschiedet worden. Wie dringend notwendig sind sie auch in der jetzigen Situation? Wie umkämpft sind die Gebiete? Dringend notwendig, bitter notwendig, möchte man sagen, ist das, was dann kommen wird an militärischer Hilfe, also konkret auch an Waffen. Die finanzielle Hilfe ist ja noch mal ein anderes Paket. Es gibt erste Berichte, wonach erste Teile dieser Waffenlieferungen auch bereits in unmittelbarer Nähe zur ukrainischen Grenze warten, in anderen EU-Staaten darauf im Prinzip nur noch hierher transportiert zu werden. Das Ganze muss natürlich jetzt noch mal schnell durch den Senat und vom Präsidenten abgezeichnet werden, aber das ist gewissermaßen eine Formalie. Schauen wir auf die Kämpfe. Wir hören von direkt Quellen, die vor Ort sind, die daran beteiligt sind, in Chassiv Yar, um Chassiv Yar, von massiven, von wirklich heftigen Kämpfen, die dort um diese Kleinstadt toben, in unmittelbarer Nähe auch zu Bachmut gelegen. Und wir sehen dort gewissermaßen eine Wiederholung der russischen Taktik, die wir schon bei Bachmut, die wir bei Avdiivka gesehen haben, nämlich der Versuch vorzudringen von zwei Seiten mit dem Ziel, eigentlich dann die Stadt irgendwann umzingelt zu haben. Noch halten die ukrainischen Verteidiger stand, aber die Frage ist halt tatsächlich, wie lange können sie noch standhalten und können sie überhaupt ganz generell standhalten. Wir sehen aber auch weiterhin massive Angriffe immer wieder auf zivile Einrichtungen, auf zivile Städte, die im Prinzip nicht direkt an den Frontlinien liegen. Wir haben das hier weiter südlich im Norden, Sumy, immer wieder angegriffen. Ganz unten im Süden gegenüber des AKW Saporischschja Nikopol vergangene Nacht massiv unter Beschuss. Also das, was die russische Seite da im Moment auffährt, ist sozusagen so ein bisschen der Auftakt für das, wovon der Militärgeheimdienstchef hier Budanov glaubt, das wird sich noch einmal intensivieren, so ungefähr ab Mitte Mai. Hat euch der Bericht gefallen? Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.